Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir Handschellen aus Russland. Dieses Modell fällt auf durch seine grobschlächtig hergestellte Machart. Als Beschriftung haben wir hier drauf BB3745. Das ist hier die Seriennummer, wie es aussieht. Auf der anderen Seite ist nichts weiter, außer hier noch ein eingestanztes Logo. OTK3, was auch immer das heißt. Wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir beim Schlosskasten, wenn wir hier beginnen, eine ganz einfache eckige Bauform. Die ist hier abgerundet an den Kanten und das war's. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Vernietungen, die wir sehen, die hier abgeflacht wurden, also die sieht man nur noch relativ schwach. Auf der Rückseite haben wir sogar noch eine mehr. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die siebte hier ist für diesen Pin hier im Schlüsselloch. Und ansonsten haben wir natürlich hier unten noch zwei. Die sind hier auch zu sehen und hier mit Sicherheit dann für die Funktion der Handschelle zuständig. Also einer davon wird hier sicherlich die Schlossfalle halten. Wenn wir uns das von der Seite anschauen, dann sehen wir, dass in der Mitte hier ein größeres, dickeres Mittelteil ist und die Seiten hier entsprechend aus Blech gefertigt sind, also aus dünnerem Blech. Diese fügen sich dann hier zusammen zu dem Handschellenflügel. Alle Kanten sind hier einigermaßen abgerundet, also das ist schon gut hier anzufassen. Können sich manche andere Hersteller eine Scheibe von abschneiden. Und hier am Längsteil haben wir dann den Drehwirbel eingebaut. Der Drehwirbel lässt sich hier frei drehen und hat ein gewisses Spiel. Wie es innen drin aussieht, ist es natürlich die Frage. Und beide Drehwirbel zusammen bilden hier mit dieser doppelten verschweißten Kette dann die Verbindung beider Handschellen. Unten drunter ist hier noch was aufgefallen. Wir haben hier einen Knopf, der ist zum Setzen des Double Locks. Da kommen wir gleich zu. Und hier haben wir noch eine Vertiefung auf beiden Seiten. Da kommen wir nämlich auch zu, sobald wir hier entsprechend angekommen sind. Wir haben hier am Ende des doppelten Handschellenflügels eine Niete, die ist auf beiden Seiten hier recht erhaben und die verbindet natürlich den Handschellenbügel mit dem Flügel. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Geräusch der Handfessel. Wir hören hier einen enormen Unterschied. Auf der einen Seite ist das sehr, sehr weich und auf der anderen Seite hört man wirklich noch die Feder arbeiten und den Schlossmechanismus. Aufkriegt man beide Seiten trotzdem nicht. Das kann jetzt natürlich schon ab Herstellung passiert sein, weil die natürlich hier auch in der Regel händisch hergestellt wurden. Es kann natürlich auch sein, dass es hier auf der Seite einfach schon ein bisschen ausgeleierter ist. Wir nehmen einfach mal die schöner klingende Seite. Wenn wir uns hier die Zahnstange anschauen, dann haben wir auf beiden Seiten diese Führungsrille. Da kommen wir jetzt auch schon zu diesen Einstanzungen, denn diese Führungsrille läuft hier in diesen beiden Pinnen durch und sollen ein Aufziehen der Handschelle durch Gewalt entsprechend verhindern. Ansonsten haben wir hier die Zahnstange. Diese hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Zähne für 18 unterschiedliche Schließpositionen. Wobei die größtmögliche diese hier ist. Und dort haben wir einen Durchmesser von 8,1 cm. Und dann haben wir den kleinstmöglichen Innendurchmesser, das ist dieser hier, und dort haben wir 5,7 cm. Ansonsten ist die Zahnstange hier zumindest entgratet, also wirklich von Abrunden möchte ich hier nicht sprechen, obwohl die natürlich auch hier im
Schlossteil dann verborgen ist, also man kann sich nicht so leicht dran verletzen. Und ansonsten, wenn wir uns hier das einmal genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir eine einzelne Schlossfalle haben und diese Schlossfalle hat drei Zähne. Hier ist ein kleines bisschen Rost drin, das ist aber nicht weiter schlimm. Das zeugt hier für die Originalität und natürlich das Alter. Und damit kommen wir hier auch schon zur Funktion des Knopfes. Also diese Handschelle aus Russland hat in der Tat einen Double Lock. Man hat hier also ein bisschen mitgedacht. Der Double Lock kann hier, naja, fast mit dem Finger gesetzt werden. Ganz sicher geht man hier natürlich, wenn man den dann richtig reindrückt mit irgendeinem Gegenstand. Das kann man hier mit dem Schlüssel beispielsweise machen. Und dann sind beide Seiten verriegelt. Wenn wir uns den Schlüssel einmal genauer anschauen, dann haben wir hier einfach einen viereckigen Schlüsselkörper mit einem Loch drin für diesen Schlüsselring zum Beispiel. Und das Ganze mündet dann hier in dem Schlüsselhals. Das ist rund mit einer Bohrung, ist also ein Hohlschlüssel. Und am Ende haben wir hier auf beiden Seiten einen Bart. Das ist dann also ein Doppelbartschlüssel, hier also recht speziell. Das Ganze sehen wir hier auch auf dem Schlosskasten. Wir haben hier für diesen Doppelbartschlüssel diese Öffnung. Man kann das Ganze natürlich auch mit einem einfachen Schlüssel steuern, aber hier mit Doppelbart ist es natürlich ein bisschen effektiver. Um die Handschelle zu öffnen, wird der Doppelbart hier eingesetzt, gedreht und dann ist die Handschelle offen. Das Geheimnis dabei ist, dadurch, dass es ein Doppelbartschlüssel ist, ist er für zwei Funktionen zeitgleich zuständig. Also einmal zum Lösen des Double Locks und zum Öffnen der Handschelle. Das ist natürlich ganz was Besonderes hier. Wenn wir uns das nochmal anschauen. So, einen Double Lock setzen wir hier nochmal. Setzen den Schlüssel ein. Und wenn wir ihn dann hier einmal drehen, das ist dann der Widerstand, und dann ein bisschen weiter drehen, also es kommt wirklich direkt danach, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Handschelle frei laufen zu lassen. Das Ganze schleift ein kleines bisschen, das ist aber nicht sonderlich schlimm. Hier auf der Seite natürlich auch. Können wir dann, ups, den Bügel befreien. Das hier, das sollte natürlich nicht passieren. Das kann mal sein, dass das passiert. Aber wie gesagt, sollte natürlich nicht der Fall sein. Das war's schon zu der Handschelle. Wir kommen jetzt hier zum Gewicht dieses Modells. Und haben wir 253 Gramm. 252 Gramm. Wahrscheinlich gerade ein Staubkorn noch irgendwo runter gepustet. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.